Kuckuck! Und herzlich willkommen bei Horizon Zero Aloy, Dawn mit Aloy. Jo. Wir haben in der letzten Folge hier wieder einen Schwarm Vögel. Wir müssen hier die ganze Zeit, wir haben es die ganze Zeit mit den Vögeln. Und Aloy ist nicht gut zu Vögeln. Jetzt ist er raus. Irgendwann muss ich den Brüssel einfach bringen. Naja, wir wissen ja nicht, ob sie gut ist. Nee. Hey. Schluss mit solchen Scherzen über Aloy. Nicht mit Aloy. Sie ist nicht so eine. So, okay, dann würde ich mal weitermachen. So, ich meine. Ja, okay. Machen wir weiter. So, der da oben, der hat Aloy noch nicht ganz so. Er schenkt Aloy noch nicht die entsprechende Aufmerksamkeit. Das müssen wir ändern. Wir müssen dem aber erstmal die Scheiße abschießen. So zum Beispiel. Damit der Drecksack nicht mehr schießen kann. Jetzt geht's los hier. Wir müssen uns bis hier hinten bewegen, weil wir sind ja vorher schon abgestürzt. Wir sind in der letzten Folge abgestürzt hier. Ich halte beim Kämpfen jetzt einfach mal die Schnauze. So. Alter! Das.
Vorteile abschließen, komm. Halt still. Köder kümmern. Genau. So, aber erstmal räumen wir das Vieh aus. So, Feuer, Feuer, Feuer. Komm, leck mir am Arsch. Nimm einfach mit, was du kriegen kannst. So. Kühlsaft voll. So, wo war der Scheiß jetzt? Hier. So. Dafür haben wir jetzt wie lange gebraucht? Ach, komm, der Rede wert. So. Da ist noch einer. Hi. Da ich fast wieder runtergestürzt hier. Ja, beim ersten Angriff, also das Runterstürzen, das war richtig doof. Oh, wo ist der letzte? Da hinten. So. Erledigt. Der lockt keine Maschinen mehr an. Jo, Ele macht das. Sag ich doch. Tod aus dem Himmel. Untersuche die Werkstatt. So, kriegen wir hier endlich mal wieder ein Lagerfeuer oder sowas? Das ist doch eine Scheiße, ey. So, liegt hier jetzt noch irgendwo hier Plunder rum, den wir einsammeln können? Ja, das machen wir gleich. So, haben wir gerade gemacht. So, der hat doch bestimmt noch hier irgendwas fallen lassen. Ach, wisst ihr was, kommt weg, mein Arsch. Aber wir haben Stufe 48 erreicht. Guck mal hier. Fertigkeiten können wir nicht freischalten. So, wir brauchen noch zwei Level, dann sind wir Level 50. Ja, ich weiß, rechnen können wir alle, aber... Ich will damit auf diese Quest hier abziehen, die Level 50er. Firebreak. Jetzt ist das Ding nicht mehr rot geschrieben. Das heißt, wir können es eigentlich machen. So. Aber das machen wir nicht. Wir machen jetzt erstmal hier weiter. Und ich gehe mal davon aus, dass wir hier gerade einen Punkt gekriegt haben wegen Speichern. So 18 Uhr, das war der. Ja, okay. Gut. So. Untersuche die Werkstatt. Was haben wir denn hier? Untersuche die. Wer dieser der Wahl auch ist. Er hat wohl viele Feinde. Und aus gutem Grund. Jetzt erstatte ich in Scheuerfels Bericht. Oh, das ist alles. Rot aus dem Himmel. Kehre zu Rahlab zurück. Jo. Nee. Wir wollen die Metallblume noch haben.
Ach, verdammt nochmal. So, wir gucken erstmal kurz, ob hier noch irgendwas zu holen ist. Dann gehen wir zu dem Lagerfeuer dort, was ich gerade erst spät habe. Und versuchen uns erstmal die Metallblume zu holen. Jetzt die Frage, was ist jetzt besser, welches Lagerfeuer? Unten das oder oben? Wir könnten uns auch den Drecksack davon holen. Warte mal. Was war das? Kühlsaft. Es schneit. Ja. Ob dir das gefällt oder nicht, das ist erstmal außer Atem. Ob dir das gefällt, Aloy, oder nicht, das habe ich noch nicht rausfinden können. So. Echohülse, ja, klar. Oh. Und das ist noch so ein Vieh. Warte mal. Wir hatten uns doch hier oben das Ding hier angestrichen, oder? Ja. Gut. Pass auf. Wir machen jetzt Folgendes. Wir gehen zu diesem Lagerfeuer. Oh, die Quest hier haben wir erfüllt, die brauchen wir nur noch abgeben. Dann ist das Ding durch. So. Dann würde ich mal sagen, speichern wir das ganze Ding jetzt mal. So. Wie kommen wir jetzt am besten zu dem... Ja, zeig es mir wieder nicht an, weil ich... Wir müssten wirklich diese verdammte Straße hier runter. Das heißt, wir müssten hier von dem Lagerfeuer ausgehen. Hm. Komm, gehen wir hier runter. Dann versuchen wir den Vögeln da unten ein bisschen zu umgehen. Ansonsten, ich habe keinen Bock, die nochmal zu machen. Ich meine, ist eine gute Erfahrung, ja, aber... Ja, das habe ich mir nicht gedacht. Die sind doch wieder hier oben, oder? Ja. Nee, warte. Das ist Sturmvogel. Haben wir gerade gemacht, einen. Da ist die Bande, die ich erst von ihrem kümmerlichen Dasein befreit habe. Das habe ich jetzt aber nicht nochmal vor. Da müssen wir uns hier von Gras zu Gras bewegen. Das ist so drüben, dort ist noch ein Lagerfeuer. Direkt mitten zwischen den Krokus. Wir werden mal versuchen, hier lang zu kommen. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Wir sind mal hier durchs Wasser. Lagerfeuer entdeckt. Haben wir freigeschaltet, auf jeden Fall. Warte mal. Nee. Nee, wir gehen schon wieder in die falsche Richtung. Ich habe mir das doch angemalt hier oben. Ach nee. Ich habe aber auch keinen Bock für die eine Metallblume jetzt wieder dort oben den Flatterrichtung oben abzuschießen. Das hatten wir gerade. Guck mal. Können wir dafür noch was herstellen? Naja. Den Dinger müssen wir wirklich sparsam sein. So. Ja, noch so ein großer. Sollten wir zwei in einer Folge machen? Weiß es nicht, weil wir wollen ja hier hoch. Was ist bloß für eine Metallblume? Weiß es nicht. Versuchen mal darüber zu kommen. Vielleicht schaffen wir das ja von Gras zu laufen. So, wo ist das Ding? Da oben irgendwo. Problem, wir kommen am Ende nicht drum rum, um den zu machen, oder? Weil der stört uns die ganze Zeit, der stört uns immer wieder. Obwohl ich da nicht unbedingt Bock drauf habe, den zu machen. Versuchen mal. Ich meine, wir haben doch noch die Seilwerfer hier. Das Ding brauchen wir nicht. Wir gucken mal kurz ins Inventar. Wir haben doch noch den Seilwerfer. Ich vergesse immer, dass wir den Seilwerfer haben.
Das Problem ist, da brauchen wir Draht dafür. Sturmschleuder. Wo war das Ding? Seilwerfer. Nee. Weiß schon wieder nicht, wie das Ding aussah. Stolperfalle. Seilwerfer, das Ding. Jo, da bräuchten wir auch mal einen stärkeren, oder? So. Machen wir hier hin. So. Ja, bloß. Wie gesagt, das Ding braucht Draht. Draht brauchen wir aber auch hier für die stärkeren Pfeile. So. Da haben wir schon wieder auf den Draht ausgegeben. Guck mal hier. So. Er fliegt dort hinten lang. Können wir dem hier die Spur markieren? Sagt, der stört uns die ganze Zeit hier dann. Das Ding ist da oben, oder? Ich meine, solange uns kein anderes Vieh hier irgendwie in die Quere kommt, da sollten wir den eigentlich relativ einfach schaffen. Ich kann das nicht gebrauchen, wenn Aloy klettert hier und das Ding sie hier. Hat er sie jetzt aufs Korn genommen? Ja, hat er. Komm schon! Verpassen, wenn er hier unten ist. Yeah.
jetzt einen kritischen Treffer rausgehen. Na klar. Was denn sonst? So. Warum war es mit Leichtigkeit ja auch? Na Mensch. Ich kriege immer diese verdammte kritische Trefferchance. Dann müsste ich etwas anderes ablegen. Immer nicht. Ja. Ist klar. So, warte mal, was geht mir ja eigentlich zur Neige? Das Holz, wir müssen wieder Holz mehr sammeln. So, okay. Jetzt können wir in aller Ruhe hier Richtung Metallbombe gehen. So, ohne dass der uns hier auf die Eier geht. Also. Ich hoffe, Mali ist nicht noch so ein Biest. So, hier. Ja, na, was denn nun? Wo ist denn das Ding nun? Doch hier oben irgendwo, oder? Zeigt aber unten an. Wir gehen mal hier rum. Also rein theoretischerweise müsst ihr direkt draufstehen. Was ist hier oben eigentlich noch? Ui, was ist das denn? Altes Holztor. Wir sind ja natürlich am Rand der Karte, hier kommen wir nicht weiter. Oh. Wo ist jetzt diese verdammte Blume? Ja. Was wir jetzt machen? Wir machen jetzt ein schönes Bildchen hier. So. Könnt ihr mal sehen, was das Problem ist? So. So, stellen wir Aloy noch mal richtig hin hier. So, dann machen wir, So, machen wir das so. So ein ähnliches Bild haben wir zwar schon mal, aber, ja, dann machen wir mal das. So. Okay. Muss festgehalten werden. Oh. Du bist ein Rätsel, das noch auf eine Antwort wartet. Jo! Ja, dafür haben wir gerade hart gekämpft. Datenpunkte. Was war hier eigentlich noch? Das hatten wir uns eigentlich schon durchgelesen, ja, oder? Keine Ahnung. Jo, okay. Da würde ich mal sagen, da sind wir oben hier oben in der Ecke fertig. Ich weiß nicht, was es hier noch gab. Wir können mal hier runter zu dem Lagerfeuer gehen. Oh, gleich mal speichern. So. Oh. Na komm schon. So. Dann geben wir dann auch gleich die Quest ab. Komm hier, scheiß drauf. Ein Bildchen habe ich gerade gemacht.
aller Ball bei sein. So, haben wir noch ein bisschen Holz gesammelt. So. Jetzt ist die Frage. Ihr wisst ja was, wir können ja zu dem Lagerfeuer jederzeit zurückkehren. Wir gehen jetzt erstmal hier hoch und geben die Quest ab, dass wir das in der Folge noch drin haben hier. Ja. Dann würden wir eventuell dort Dieser oben noch Angriff mal... Dieser Angriff hätte die Stadt zerstören können. Ja, sehr gut. So. Jetzt wirst du, wo ich hier hin muss, zu wem. Das war doch der Typ, der hier mit dem einen da... Nee, das war nicht der Typ, der hier das Ding auch versucht hat auszumachen. Das war der Boss von dem Ganzen. So, hier. Hier, die Leiter hoch. Hopp. Jo. Jo, Kollege. Ich habe einen weiteren dieser Köder gefunden und vernichtet. Das Problem sollte gelöst sein. Feuer und Spucke, das hätte ich nicht gedacht. Ja. Und wenn es davon noch mehr gibt? Die Werkstatt, wo ich ihn fand, ist verlassen. Ihr seid sicher. Gut. Meine Truppe und mein Bruder hätten in die Hände gespuckt und sie dir gereicht. Im Namen von Scheuerfels und meiner Familie, vielen Dank. Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Elo-Sozialprodukt. 6250 Kröten und natürlich eine Vorratskiste. Dankeschön dafür. So, okay, wir gucken gleich mal rein. So, naja, wir sind auf einem guten Kurs für Level 49. Was sagst du denn dazu, mein Engel? Wir gucken hier mal rein. So, Metallgeflecht, ach komm. Ja. Ja, hier hätten wir was. Ja, komm, Metallscherben brauchen wir. So, nee, okay. Ich würde sagen, da können wir heute einen ganz guten Punkt hier Feierabend machen. Oh. Gespeichert haben wir ja mehr oder weniger. So, okay. Dann würde ich mich verabschieden an der Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben. Lasst mir ein Abo da und seht auch mal in die anderen Projekte rein. Würde mich sehr freuen und natürlich unterstützen und motivieren. So, damit Dankeschön fürs Zusehen. Tschüssi.